Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute bin ich wieder im Emmental unterwegs, in Berisbach, Landiswil jetzt gestartet. Und ich wurde schon von einer Katze begrüßt. Ich habe heute eine ziemlich lange Wanderung vor. Zuerst geht es hier jetzt ziemlich hoch und dann Richtung Mosek, werde aber kurz vor dem Mosek vorbeiziehen, dann oberhalb von der Arnisäge durch nach Bibeln, nachher Richtung Walkringen durch das Piggental runter zu mir nach Hause. Es gibt etwas über 26 Kilometer, aber ja, ich freue mich schon auf diese Tour. Es ist jetzt noch relativ früh, morgen um 7:30 herum. Und es ist auch noch recht frisch. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ich habe schon ziemlich an Höhe gewonnen. Da hier oben, diese ein paar Häuser da, das heißt Aspi. Und ich gehe jetzt hier noch weiter hoch. Das ist übrigens der steilste Aufstieg von der heutigen Wanderung. Hier sieht man was Interessantes. In diesem Haus da hier bin ich aufgewachsen. Da in der Gemeinde Landiswil. Und da oben komme ich jetzt in den Weiler Siggental rein. Schon lange her, wo ich da zum letzten Mal war. Jetzt habe ich Siggental durchquert und da sehen wir jetzt in den Nesselgraben runter und in die Emmentalhügel hinein. Von da weg habe ich jetzt nur noch leichte Steigung. Der Jura ist im Dunst, aber da sieht man schön ins Tal runter. Hier in diesem Graben, da hier unten, da ist Landiswil und im Graben da hier ist Obergoldbach. So, jetzt gehe ich da weiter hoch. Ist das nicht schön? Es kommen da schon Eigenmönch und Jungfrau zum Vorschein. Und ich komme immer mehr in den Schnee hinein. Es ist halt doch einfach immer noch Winter. Jetzt
habe ich gerade den Weiler Ramisberg durchquert. Habe da jetzt ein bisschen ein flaches Stück. Aber da weiter vorne geht es dann wieder hoch. Der Niklaus Leuenberger ist da in dieser Gegend aufgewachsen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wo, aber es war in dieser Gegend. Und da einen Blick auf die andere Seite. Dieser Hügelzug da hier, das ist der sogenannte Geißrücken. Das ist ein riesengroßes Waldgebiet. Schön da, die Aussicht von da oben. Da drüben, hier, ist auch noch ein bekannter Aussichtspunkt. Die Hameck. Früher gab es dort oben sogar noch eine Chilbi. Nochmal einen Blick in einen tiefen Graben runter. Und da oben, diese Häuser, das ist Ätzlischwand. Und da möchte ich noch einen kurzen Besuch machen. Zum letzten Mal noch eine Aufnahme auf diese Seite runter. Jura sieht man ganz schön jetzt. Und da der Weiler Ätzlischwand, wo ich den Besuch jetzt gemacht habe. Und hier auf die andere Seite. Ich muss heute ein bisschen aufpassen. Die Straße ist zum Teil eisig. Und da vorne komme ich jetzt in diesen großen Wald rein. Ich bin jetzt in einem Wald drin und geht immer noch nach oben. Da auch ein bisschen Schnee, aber ich bin, glaube ich, hier schon bald auf 1000 Meter oben. Jetzt sehe ich auf die andere Seite runter und in das Aaretal, und dort hat es ein bisschen Nebel. Aber da oben, das schönste Wetter. Da oben ist noch ein schöner Rastplatz mit Grillholz sogar. Und von diesem Rastplatz hat man eine ganz tolle Aussicht. An diesem Wald entlang führt jetzt die Gemeindegrenze. Ich verlasse da meine ehemalige Wohngemeinde Landiswil. Ich glaube, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das da hier meine höchste Stelle ist von der heutigen Wanderung.
Heute habe ich wieder eine ganz, ganz schöne Wanderung. Bin da zwar jetzt einen großen Teil in diesem Wald, werde aber von da vorne sehr schnell wieder an Höhe verlieren und dann habe ich eine lange Talwanderung vor mir. Ich befinde mich noch immer im tiefen Wald. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Ist doch ein bisschen glatt. Aber es war ein schöner Wald. Und da wurde eine Tanne umgemacht. Es ist so schön da oben. Da das erste Dorf, das ist Arni. Und das zweite vorne, Arni Säge. Und Biglen ist ungefähr hier unten. Dort, wo ich jetzt hinwandere. Und da ein schönes Bild Richtung Berge. Stockhorn, Gantrischgebiet. Und da vorne dieser Weg, der hier hochführt, geht Richtung Blasenfluh. Da bin ich ja vor kurzem auch durchgekommen. Und jetzt werde ich einen kleinen Teil auf diesem Weg weiter wandern, wo ich durchgekommen bin für auf die Blasenfluh. Und da geht die hohe Hochspannungsleitung durch. Und von da hinten komme ich jetzt her. Da hier habe ich jetzt wieder sehr viel an Höhe verloren. Und jetzt geht es dann wieder ein ganz wenig hoch da vorne. Und hier nochmal einen schönen Blick nach Arni runter. Da vorne, wo der Hochleistungsmasten steht, von dort bin ich runtergekommen. Und der Weg auf die Blasenfluh, die geht da hier hoch. Und da, bei diesem schönen Panoramablick, mache ich jetzt eine Pause. Da unten auf dieser Bank. So, jetzt muss ich doch mal was trinken. Ich habe Durst.
und einfach die Aussicht genießen. Es ist so schön da oben und auch wieder warm heute. Drüben das Stockhorn. Und da wurde sehr viel Holz gefällt. Da oben habe ich heute sehr viel Wald. Und im Wald ist der Weg natürlich sehr, sehr glatt. Und ich muss da ein wenig aufpassen. Hier haben sie auch viele Bäume gefällt. Und da vorne sind sie zum Abtransport bereit. Außerhalb vom Wald ist der Weg ganz schön zum Gehen. Und ich verliere ja jetzt ständig auch ein bisschen an Höhe. Und umso weiter ich runterkomme, umso weniger Schnee hat es. Es ist ein bisschen dunstig im Tal unten. Ich befinde mich hier immer noch auf 956 Meter über Meer. Da sieht man nochmal nach Arni runter. Das da hier drüben, da oben, das ist die Gumm. Dort war früher ein Hotel, dann ein Ferienhaus. Und was es jetzt ist, kann ich nicht sagen. Und hier sieht man zum ersten Mal nach Biglen runter, dort wo ich jetzt dann durchkomme. Und ich werde nachher davon Biglen hier runter durch dieses Tal weiter wandern. Und ganz hinten im Jura, die weiße Schneefläche, das ist der Chasseral. Zum letzten Mal einen Blick auf diese Seite runter. Da hier verlasse ich jetzt auch den Weg, den ich schon mal gemacht habe, für Richtung Blasenfluh zu wandern. Und ich gehe jetzt hier runter Richtung Biglen. Jetzt bin ich gerade durch diesen Weiler gewandert. Da das Schneegebiet verlassen und jetzt geht es weiter zu diesem Bauernhof und dann von dort Richtung Biglen runter. Sieht man jetzt schön auf das Dorf Biglen runter. Und das werde ich jetzt durchqueren. Wobei mehr auf diese Seite da. Da unten treffe ich jetzt auf die ersten Häuser von Biglen. Da nochmals einen Blick zurück. Wer von euch Lust hat,
da werden unter anderem Emmentaler Meränken hergestellt. Hat auch einen Laden. Und da hier ist die bekannte Bigla. Das ist eine Spitalmöbelfabrik. Und da bin ich jetzt schon im Dorf. Das da ist Richtung Zentrum. Und ich gehe jetzt da Richtung Bahnhof. Und werde an dem noch vorbeigehen.